complete report on the members of the Primogen. Autoschlüssel. Hogwarts ist so, als ich gehen ja sogar Stühle drauf. In a hurry to leave. So. Die gehen fast drauf, andere gehen komplett drauf. Sterben bei irgendwelchen Schulveranstaltungen. Alte Münzen. Poems in Lydia's mother tongue. Hier da links in die Blutspuren hin. Ein kleiner Kleiderschrank. Smart Spiegel. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. It must have been used to dress a wound. Ja, welche Wunde? Der abgeschnittene Kopf? Das ist auch ziemlich cool mit den Pflanzen an der Wand. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Ja, schon. Wäschekorb? Wäsche liegt daneben. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Den finde ich gut. Den fühle ich richtig. Pink Slippers, Kultur, die... Newsfeed? Na, schauen wir mal. Sternzeichen. Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwilling, Stier, Widder, Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage. Die Begeisterung erregt Aufmerksamkeit, also nutze sie, um Leute um dich herum zu versammeln. Du solltest das allerdings nicht als Gelegenheit zum Feiern sehen. Du brauchst einen klaren Kopf, um kreativ zu bleiben. Schütze, akzeptiere keine Ansichten, die andere dir aufdringen wollen. Nutze deine Neugier, um deinen Horizont zu erweitern. Wenn du das Gefühl hast, dass man dich angreift, ist das nur ein Kommunikationsproblem. Noch jemand ein bisschen Horoskop heute? Handy leer. Wetter? 15 Grad, bewölkt. 5. September 2019. Jetzt wissen wir auch das Datum. Anrufe. The number you have dialed is not in service. The number you have dialed is not in service. Schön, dass die Polizei nicht geht. The number you have dialed is not in service. Liebe Lydia, vielen Dank für dein Gedichtband von Emily Dickinson, den du mir gesendet hast. Ich lasse mich täglich davon inspirieren. Ich schmökere darin zur goldenen Stunde oder während ich Tee trinke. Wenn Federn ein Symbol der Hoffnung sind, dann muss ich noch länger im Mount Royal Park verweilen. Du musst mich besuchen und zwar bald, bevor es zu kalt für dich wird. Mein Schneevögelchen. Und du für den Winter in den Süden fliegst. Ich muss los. Mein O-Long hat fertig gezogen. Gib deiner Tochter ein Küsschen von mir. XOXO.
Emily. Konsultieren. A cell phone. Locked, of course. Ah, kann ich? Ich konnte das doch technologiemäßig hacken. Lydia. Lydia was killed. It's not pretty. Oh. Oh. Hat sich der Safecode schon wieder geändert? Ja, jedes Mal. Ja, dieses Mal ist es Junes Geburtstag. Bleib heute Nacht nicht wie immer. Ah, okay, das ist jetzt die Gegenseite. Dad, thank you, thank you, thank you. Oh, da fehlt der Text, warte. Dad, thank you, thank you, thank you. Der Mann, den du geschickt hast, um mich von der Schule abzuholen, hat mir erzählt, dass ich Mom bald. Ich bin so glücklich. Das mir gestern tut mir leid, okay, glücklich. Dieses Mal kommst du nach, oder? Good evening, Jason. I need you tomorrow night at Nakatomi Plaza. We are getting the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business plan. Round up the numbers and bring them with you. Obviously, this invitation cannot be refused. B. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay home if you haven't left, or meet me at Hazel's house if you want. Call me back and tell me where you are. Okay, B&L Corp war auch Underwood. Okay. Okay, das ist Lydia. Du weißt, was du zu tun hast. Wir wissen, wo wir deine Tochter finden können. Okay, die Frau ist tot, Jason ist tot. Beryl Underwood ruft zurück. Ja, da auf dem Gamezettel stand Pura Vida drauf. Okay, wo ist jetzt die Tochter? Ah, insgesamt gibt es 2 sichere Gebiete. Nakatomi Plaza. Ah, das nächste. Ja. Nachher nochmal ein Duell mit Bruce Willis im Lüftungsschacht. Das probieren wir mal aus. Pura Vida war das, ne? Not bad. Wenn ich da reingehe, gibt es kein Zurück. Da gehen wir aber rein. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Scheint wohl das Kinderzimmer zu sein. Oh? Das ist aber ein großer Hase.
up. We need something, guys. I'll finish here and I'm on my way. Das nächste versteckte Geheimnis für dich. Viel Spaß beim Entschlüsseln, Mac. Geht weiter. Fünf Buchstaben. T Y L E R Tyler. Ist 46. In there. Fünf sechs acht drei da unten. Oh, in love. 9484. Oh. Toll, jetzt habe ich auf dem Tisch ein Zettel liegen, wo drauf steht Tyler is in love with you. Toll! Das hat sich jetzt gelohnt. Ey, wie geil ist denn die Katze da an der Wand, bitte? Oh mein Gott, und diese ganzen Dino-Figuren hier oben. Wieso ist da unten Psychological Analysis? Als Buch in einem Kinderzimmer. The Diary of an 8-year-old girl, June, Jason's daughter. Was, wo? Tagebuch geschenkt, sie meinte alt genug, bla bla bla. Liebes Tagebuch, ich kann keine Pizza mehr sehen. Mir tut schon der Bauch weh. Dad will nicht kochen. Er will überhaupt nichts mehr machen. Ich vermisse Mom so sehr. Sie hat mir Pasta gekocht. Ich habe in der Küche Süßigkeiten gefunden und sie alle gegessen. Dad ist traurig. Ich habe mich mit Dad gestritten. Er will nicht, dass ich zum Mac gehe. Und ich habe es satt, mit Maria rumzuhängen. Sie riecht wie der Kleiderschrank von Abu Lita und sie redet nie mit mir. Ich habe geweint und sagte, dass ich zu Mom will. Da ist Dad wütend geworden und hat auch geweint. Also bin ich auf mein Zimmer gegangen. Er sagte, dass es dort bei Mom Schlafenszeit ist. Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein und zu gehen und eine Bäckerei mit Mac zu eröffnen. Ah, der Kleber an der Wand. June's whole life in pictures. Ah, der Geburtstag. Nee, sie ist 8. Muss 2011. June celebrating her 4th birthday. Der Katzensticker ist super. Katze! June dressed up for Halloween.
Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. Hier ist auch wieder das Problem mit dem Wäschekorb. There. Mami, June. Was ist das denn für ein geiles Bett? You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Das ist ein ziemlich cooles Bett. Did you inherit your mother's artistic talent, June? Did you inherit your mother's artistic talent, June? Auch einfach Sticker an die Fensterscheibe. Ein größeres Badezimmer als meine Wohnung. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Wurde wohl was gesucht. A Boston manufacturer's files. The mayor's deeds. Besitzerurkunde des Bürgermeisters? Deeds. Schlüssel gefunden hätte? Vielleicht. An auction. Acquisition of lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. An auction. Acquisition of lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Wer ist Don Ellis? Vertrauliche Akte, Dejan Siaka. Ist ein sehr aktives Mitglied unter ihren Erstgeborenen. Er hat auch kein besonders großes Interesse an der Buchhaltung. Daher lässt er mich sein kleines Vermögen ganz nach meinen Gedünken verwalten. Er kommt regelmäßig zu mir, um das Geld zu waschen, das er aus seinen zahlreichen Geschäften mit okkulten Gegenständen erhält. Da die Beträge stets relativ unbedeutend sind, war das für mich nie ein Problem. Nachdem er sich lange Zeit auf ihre Großzügigkeit verlassen hat, hat er nun genug Geld angehäuft, um trotz seiner erratischen finanziellen Angewohnheiten alleine zurechtzukommen. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, eine beträchtliche Menge Geld zu sparen, indem Sie Ihre Zahlungen an ihn einstellen. Sollten die Zahlungen ein Mittel sein, um seine Loyalität zu sichern, überlasse ich es selbstverständlich Ihnen zu beurteilen, ob dies eine gute Idee ist oder nicht.
Mr. Siaka ist das, was wir in der Branche gerne als Melkuh bezeichnen. Obwohl er selbst sich wohl eher als Sammler bezeichnet. Er gibt sein Geld freizügig für Dinge aus, die ihm wichtig sind, ohne dabei wirklich Rücksicht auf den Gewinn zu nehmen, den er daraus ziehen könnte. Neben den okkulten Aktivitäten, okkulten Gegenständen und antiken Werken, die eher schwierig diskret zu transportieren sind, erwirbt er besonders gerne die Instrumente von Musikern, die er bewundert, hauptsächlich Jazzlegenden. Er hat kein großartiges Geschick in Verhandlungen und obwohl ich ihm immer wieder angeboten habe, Profis zu beauftragen und die besten Bedingungen auszuhandeln, zieht er es aus irgendeinem Grund vor, dies selbst zu tun. In mir sieht er einen einfachen Buchhalter, was ihm allerdings nicht zu seinem Vorteil gereicht. Ich habe das Gefühl, dass er keine Vorliebe für Leute wie mich hat. Bitte beachten Sie, dass er mich regelmäßig bittet, in Voodoo-Gruppen in Louisiana zu investieren, mit großen Verlusten. Ich versuche ihn davon abzubringen, aber er scheint entschlossen zu sein, auf diese Weise weiterzumachen. Die vollständige Liste der Unternehmungen habe ich angehängt. Dijon, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Ich würde Ihre Aufmerksamkeit auch gerne darauf richten, dass Mr. Siaka vor kurzem in ein Grundstück in der Nähe von Salem investiert hat. Ah, das ist der, der auch die Voodoo-Zauber und alles macht. Macht natürlich Sinn. Dort befinden sich Wohnungen, Lagerhäuser, Garagen, dieselbe Art von Grundstücken und in derselben Größe wie das Grundstück, das er derzeit in Boston besitzt. Es erweckt den Anschein, als hätte er die Absicht, einen zweiten Wohnsitz zu etablieren. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarillas business. Portfolios of old shares. Ja, das hier scheint nur ein leerer Ordner zu sein. Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? Money expert. Officer Baker. Hallo Barker. Can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his two bodyguards, and he was bleeding a lot. Wo war er verwundet? Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him. So I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Were you able to find the bodyguards? No, there was nobody here. But they must be somewhere. We're looking. After that, I searched the ground floor.
There is nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family, then? Nothing. The place is empty. If you remember anything else, let me know. Of course. Die anderen beiden Sachen kann ich nicht, weil nicht geskillt. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Hm. Jetzt schmeckt alles nach Asche. Vorher hat der Caleb gerne mal hier ein bisschen Zigarren geschmökert. Naja. Oh, was war das? Magnetschlüssel. Ah, erhöht die Technologiewert für die nächste Interaktion um 1. Hm. I should put some money on that. Richard Stanton. Sehr geehrter Mr. Moore, ich schreibe Ihnen, um Sie über die heutigen Abstimmungen in Anschluss an die vierteljährliche Stadtratssitzung zu informieren, bei der Ihr Renovierungs- und Akquisitionsprojekt mit einer überwältigenden Mehrheit von 89% genehmigt wurde. Mit dieser Entscheidung bekräftigt die Stadt ihre Unterstützung für ihren Mandanten und für die Mitglieder von MPO und MassDOT. Sie wurden in Kürze das endgültige Engineering-Paket von MPO bla bla erhalten. Das bla 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 Messung bla 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 bla. This is where I met Moore for the first time. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Was hat denn er da gemacht? Human logic is beyond me. What's the point in doing that? So ein guter getarnter Tisch, ziehst du einfach auseinander, alles voller Alkohol. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Nice collection. Working for us has its advantages. Entschuldigung. Eine Münze. Lydia and June at the beach. Schlüssel zu Jason Morster schief. Guck mal, wir hätten gar nicht die Schlösser knacken müssen. Hmm, a safe. Now we just have to find the code. Ich bin der Brain. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind. Vergessen Sie nicht, Ihr Passwort alle 6 Monate oder nach jeder
Notfallnutzung zu ändern. Bei technischen Problemen stehen Ihnen unsere Serviceabteilung. Bla 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 bla. Richard Dunham. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Ist so, wenn irgendwo einbrechen, bin ich dabei. Einfach kurz anrufen, ich bin dabei. Gar kein Problem. Ich mache mit. Ich bin agil, flink und leise wie eine Katze. Großer Jet gechartert für eine Reise von Boston nach Hongkong. Ja, Computer war jetzt auch eher langweilig. Auch schön die Weinflaschen unterm Schreibtisch. Trinken wir den guten Mann? Okay, sure. Die Flirty. Macht doch der Kompass auf der Hand Sinn, wenn er vorher mal Seefahrer war. Ja, ruhig dich ein bisschen. Das Schutzraumpaket. Die haben wir schon geöffnet. Have you found anything? I'm going through the financial records. Moore managed the accounts for a lot of big names in Boston. Here, take a look for yourself. Ah, Gerard. Nice. Anything worth noting? Honestly, I don't know. It's not my field. We'll have to take it to the Financial Crimes Unit to see what they make of it. Are you Lehane? Yes, sir. Agent Smith, was it? Yes. You were the first person to respond to Baker's call? That's correct, sir. You got here well before your colleagues, didn't you? Oh, that. Yes, I was on patrol in the neighborhood while they had been called away on another case. All right. Was war denn das für ein schockierter Blick von ihr? Get in touch if you find something. All right. Einfach mal noch ein Flur einfach. Wet laundry. Mold. It's been here for several days.
Schön die Wäsche in der Waschmaschine am Schimmeln. Wir gehen jetzt erstmal in den verschlossenen Raum. Weil Tiefgarage klingt auch so, als ob wir da so schnell nicht wieder rauskommen. Da ist das Schwert. Eigenschaft erhalten. Okay, da ist die Leiche oben, nicht Jason. Huh? What the? Good evening, Jason. Mr. Bazzori. How did you? Maybe think about letting us know the next time you build a private bunker. It's just that I... She sent me to find you. No. Not now. She found out about everything, didn't she? I don't understand anything you just said, but get up. We're going. I can't. I absolutely have to catch a plane tonight. I don't think that's going to happen. I'm begging you. Please. Just let me go. So you were at the reunification party tonight? Yeah. Beryl asked me to go. You were supposed to partner with the Hartford Chantry. And he absolutely wanted me to be there. To... reassured them on all the financial aspects. This much I knew already. I made sure to be seen to show him I came, and I'd planned to leave. When suddenly, they started shooting all over the place. Bullets were flying everywhere. I dropped everything and tried to escape. I must have left my briefcase there, come to think of it. Without the bodyguards you gave me, I would never have managed to escape. Who attacked us? No idea. As soon as the shooting started, Jack hid my head under a coat, and we ran as fast as we could to the exit. The only thing I remember are those screams, Mr. Bazzori. I'd never heard anything like it. Before we go, what the hell is this mess all over your place? It's not my fault. I tried to cover up my departure. My bodyguards wanted to take me to the Prince right after the shooting at the party. But I couldn't. Your flight? Yeah. I wanted to buy me some time. I pretended I had to get some files that were at my house for the Prince. Once I got here, I sent James to my office with my car. Supposedly to pick up some more files there. I killed Wu by taking him by surprise. I cut off his head and threw it down the garbage chute. I put my college class ring on him and gave him my wallet. I'm sorry, Mr. Bazzori. I had no choice. You don't do things halfway, do you?
We've wasted enough time here. Get up. I'm not going to be able to go with you, Mr. Bozzori. I've lost too much blood. I'm having a hard time staying conscious. I must take you back to the Prince, and that's exactly what I'm going to do. I'm begging you. I've always refused. I want to stay free. I'm not really giving you a choice. Drink. Blutsband. That's enough. June will die if you don't let me go. Stay behind me. Stay behind me. Oh, Agent Smith! Wait! Is that Jason Moore? You found him? Oh, we gotta get to the... Everything's fine, officer. I'll take care of him. Oh, okay. Sure. Yeah. Stay close. Hey, stop! Don't move! Put your hands behind your head, damn it! On the ground! I'm gonna shoot! That's enough, officer. My head. Nein, das war so cool und dann war ich einen Schritt zu weit gegangen. Jason Moore ist tot. Ja, ich habe meinen Hunger zu weit hochgetrieben mit den Fähigkeiten, die ich eingesetzt habe. Oh, damn. Die letzte Wahl war schlecht. Ich hätte vorher jemanden einfach auch... Naja. Aber so ist das, wenn man Entscheidung trifft. Okay, wir müssen das nächste Kapitel auch schon anstarten, damit wir hier... Oder ich komme von hier nicht weg. Ja. Und es war einfach zu cool. Wir sind zu cool da durchmarschiert mit unseren Vampirfähigkeiten. Schade. Oh, ärgerlich. Ich dachte, wir sind genau on point. Aber genau on point war zu viel.
Naja. Manchmal bricht das Tier aus einem raus. Schade. Und anscheinend hätten wir die letzte Akte unten schon im Auto gefunden, die uns noch gefehlt hat. Und wahrscheinlich hätten wir unten auch im Müllschlucker den Kopf von Dings gefunden, von Wu. Ja, für ein episches Ende nochmal Skyrim-Mucke. Aber schön. Das Schöne an solchen Spielen, dass alles Konsequenzen hat. Ja. Hier ist ja sogar meine Skillung. Wir haben ja gesehen, jetzt auch wieder meine Fähigkeiten, meine Skillungen entscheiden halt auch über die Möglichkeit, wie ich mit den Leuten interagieren kann, um dann zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Und der Prinz wird überhaupt nicht amnesiert sein darüber, dass wir Jason gegessen haben. Und vor allen Dingen ist das auch voll sad wegen seiner Tochter. Von Jason. Weil die Mutti war ja auch schon... ja, zerlegt worden. Ja. Aber voll gut. Es ist unglaublich gut. Also so viel besser als erwartet das Spiel. Ja. Warum man nicht einfach so ein Flachmann Notfallblut dabei hat oder so. Einfach kurz mal wegschlürfen nebenbei. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das Game storymäßig so gut ist. Vor allen Dingen, dass halt wirklich investigativ da und Sachen und die Entscheidung halt auch Einfluss haben. Ich bin gespannt, was der Prinz dann sagen wird, wenn wir sagen, ey du, ich hab zwei Polizisten erschossen und ein bisschen was gesnackt. Doof gelaufen. Detroit habe ich im Stream gespielt, ja. Ich glaube, ich habe es einmal im Stream und einmal als LP sogar gespielt. Bin mir nicht sicher. Ich habe vor 3 Jahren gestreamt auf YouTube. War schon gestreamt vor 3 Jahren. Da hatten Streams auch noch Aufrufzahlen. Ich hab gerade ins UD geklickt. Einfach random reingeklickt, direkt im Stripclub gelandet. Oh, sogar mit Chataufzeichnung. Ein sau cooles Spiel. Fortnite rettet die Welt. Weiß gar nicht, ob ich die Twitch-Streams auch irgendwo gespeichert habe. Ich habe es 2-mal gespielt, da bin ich mir relativ sicher.
Ende dieses Vernichtungscamp war richtig gruselig. Nee, die Twitch-Streams gibt es tatsächlich nicht mehr dazu. So, ich muss um 8 aufstehen. Das heißt, ich gehe mal jetzt so langsam schlafen. Falls ihr das Anfang verpasst habt, auf YouTube sind die ersten Kapitel von dem Spiel, wo wir angefangen haben. Ich denke, wir machen morgen Abend weiter um 20 Uhr. Falls ich nicht irgendwie Lust auf was anderes spontan kriege. Habt einen feinen Montag, einen schönen Start in die Woche. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und unterhalten, auch wenn es auf Englisch ist und vielleicht ein bisschen anstrengender ist und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigt, da wir keine deutsche Synchro haben. Hoffentlich findet ihr es auch interessant und spannend. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend wieder. Habt einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und schlaft schön. Schweinsmann, schöne gute Nacht. Babs, gute Nacht. Jarena, schöne gute Nacht. Anni, schöne gute Nacht. Nightbot, auch eine schöne gute Nacht. Alle, die sich im Blog befinden, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Habt einen schönen Montag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und haut rein. Bye, bye.